Mahlzeit, Freunde. Das ist schon die 6. Folge von It Takes Two, dem Koop-Action-Adventure, das aber gefühlt auch alle anderen Genres berührt. In der heutigen Folge müssen wir zurück die Schulbank drücken. Etwas nervig, weil ich war eigentlich ganz froh, aus der Schule raus zu sein. Naja, mit dem kompetenten Paper an meiner Seite gebe ich ab an Vergangenheitsware und wir gehen direkt rein. Wow. Oh, da drüben ist sie. Sieh doch. Rosie! Süße! Schätzchen, es sieht vielleicht nicht so aus, aber wir sind's. Mama und Papa, Rosie. Du musst uns helfen. Guck, hier, wir sind's. Hey. Sie kann uns nicht sehen. Mein Schatz, wir müssen mit dir reden. Nur deine Tränen können den Zauber brechen. Schätzchen! Sie merkt nicht mal, dass wir sie berühren. Was sollen wir nur tun? May! May, sieh nur! Was? Hast du das gerade gesehen? Ha? Wenn wir irgendwelche Dinge in ihrer Umgebung bewegen, kriegen wir ihre Aufmerksamkeit. Ja, das ist perfekt. Ja. Warte, wie wär's, wenn wir etwas, was Rosie liebt, zerstören, damit sie weint? Was? Der Elefant. Rosie liebt ihren Elefanten. Er ist ihr bester Freund. Wenn wir den Elefanten zerstören, wird Rosie um ihn weinen. Oh mein Gott, May. Die Idee ist großartig. Dann heult sie Rotz und Wasser. Ja. Boom. Okay, dann müssen wir jetzt nur... Ja, wir müssen nur an ihren Spielzeugen vorbei. Es wäre um einiges leichter, wenn du ihr Zimmer aufgeräumt hättest. Tja, wenigstens habe ich ihr keinen verrückten Weltraumaffen gekauft, der uns fast getötet hätte. Halt deine Lehmklappe. Ja. Sie hat so viel Spielzeug. Ja, ganz genau. Ah, guck mal. Eins weniger, guck mal hier. Ist eine gute Sache. Oh, hier sind wir letztens wirklich? Dann zu dem Astronauten geschossen worden. Das ist hier hinter der Laserwand, dieser Computer, dieses Videospiel. Ja, wir holen hier einfach einen Ersatz. Ja. Es ist Zeit für einen neuen Freund. Ich dachte, sie wäre schon zu alt für den Elefanten. Oh mein Gott! In ich hatte dieses Spielzeug als Kind, das war so cool. Okay. Du konntest so richtig coole Fahrzeuge damit bauen. Ich glaube, ich hatte diesen einfachen Schrauben. Oh mein Gott, ich habe dieses Spielzeug geliebt. Oh mein Gott, wie geil. Wir sind unter dem Bett von Rosie. Ja, das stimmt, das sind wir. Da oben ist Rosie sogar. Rosie, komm her! Ich darf nicht. Genau, also mir wird angezeigt, wo du bist. Wird uns denn auch ein Ziel angezeigt? Oh, ich hab hier was. Ich glaube, hier können wir was machen. Guck mal. Ah, okay. Ich hab hier so ein Aufziehauto. Ich glaube, vielleicht kann ich dich damit da so lang schießen. Spring da mal rein. Achtung. Oh. Das war, glaube ich, ein bisschen zu stark, kann das sein? Ich glaube, ich muss... warte noch mal, bevor du losfährst. Ich glaube, ich muss auch was machen. Ach nee, diesmal muss ich anziehen und du musst springen. Ja, aber nicht so weit zurück. Ich kann nicht fahren. Du musst halt zielen am besten. Vielleicht mache ich das. Vielleicht. Ich muss halt die perfekte Dings herausfinden. Ich weiß halt gar nicht. Wo müssen wir denn hin? Also ich denke mal da durch den Reifen durch. Ah. Oder auch nicht. Okay, anscheinend doch. Ja. Vielleicht hier? Wir können es einfach mal probieren. Das sieht an einem Schalter aus. Aber da ist nichts passiert. Ich spiele übrigens diesmal nicht in 1080p wie sonst immer, sondern in 936p.
Weiß gar nicht. Also mir, also ich habe das Gefühl, das fällt im Spiel gerade auf. Wir kommen da nicht durch, du stirbst immer. Vor allem, weil da hinten auch keine Plattform ist, wo du landen kannst. Ja, also müssen wir vielleicht woanders hin. Vielleicht, okay. Ich weiß nicht. Gibt ja noch keine, wir haben ja auch keine Zielanzeige oder so. Nee, gibt ja, geht ja auch nur noch hier dann weiter, ehrlich gesagt. Von da hinten kamen wir, da geht's nicht weiter. Dann geht ja nur noch hier. Aber ich war auf diesem Scheiter und dieser Scheiter, der macht nichts, auch wenn ich eine Stampfattacke drauf mache. Müssen wir da vielleicht alle drauf sein? Lass das mal den Papa machen. Also ich dachte so gerade, was passiert hier ist doch. Oder bin ich? Ja, klar, guck mal hier. Dreh dich mal nach rechts. Oh. Ey! Sorry. Also wenn einer drauf. Wenn einer drauf stehen bleibt, dann bleiben die Plattformen. Jetzt musst du wahrscheinlich irgendwas finden, entweder irgendeinen Schalter oder irgendwas, was du hier draufstellen können, damit ich auch drauf war. Vielleicht das Auto hier draufstellen? Ich bin gerade auf einem Schalter mit einer 5. Hast du vielleicht irgendwelche Blöcke mit einer 5? Ja, guck mal, deine Wand besteht doch aus 5 Blöcken. Guck mal. Ja, wenn du draufstehst, kann ich hier durchgehen. Okay, dann. Ich werde gerade angerufen. Ja, natürlich. Ich werde mich einmal schnell muten. Ja, also wie gesagt, ich mache dir da mal den Weg auf. Dann versuche ich diesmal da drüber zu kommen. Das war aber ganz klar. Okay, hier komme ich jetzt, glaube ich, nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich bis da. Geh da doch erstmal auf die Plattform vor dir, weil dann kann ich hier vom Button runter. Ja. So, weil hier habe ich nämlich noch Knöpfe. Warte. Warte, die sind ein bisschen wuschig. Okay, hast du noch einen zweiten Knopf? Ja, habe ich. Du musst... Ja, okay. Ich muss in dem. Ja. In dem Moment muss ich auch springen, okay. Ich. Das wird ja lustig. Ich verstehe. Okay, dann. Oh, knapp. Okay, jetzt auf den blauen. Digga, knapp. Ja, aber ich bin ja. Oh, du. Ah, du. Alter. Du hast zum Glück noch den Checkpoint gekriegt. So. Ja, jetzt kannst du da irgendwo hier auf den Scheiter. Jetzt ist mir nicht ganz klar. Von da komme ich ja wahrscheinlich. Also muss ich hier. Wo muss ich denn jetzt lang? Ist bei dir irgendwie ein Scheiter, weil ich komme gerade auch nicht weiter. Ich glaube, da drüben ist ein Scheiter. Hinter, ich weiß gar nicht. Wie. Nee, hinter dir. Hinter dir ist einer. Hinter mir? Nee, hinter mir. Der mit der 4. Der mit der 4. Links, was? Links, ist... links, da ist ein blauer Schalter mit einer 4. Ja, aber von da komme ich doch. Ja, aber. Drück, nicht sterben. Ah, guck mal, ich habe hier einen Weg. Okay, ja, ich bin Zack. Manchmal schwer von. So, jetzt bist du da schon drüben. Und jetzt kannst du mich hier. Ah, sehr gut. Na, guck mal, da kannst okay. du mit dem Seil schwingen. Verzeihung. Seil war auf R. Ja. Ich dachte jetzt. Du musst doch erstmal wieder reinkommen. Ja, alles gut. Gehen wir mal das Mäuseloch. Oh, hier ist eine Bürste. Hoffentlich begegnen uns keine Mäuse. Stimmt. Vielleicht sind sie freundlich und helfen uns in dieser Welt. Oh, ganz bestimmt. Ach du Heilige. Alter, ich speedrunne gerade. Okay, hat sich erledigt mit dem Speedrun. Oh, Jesus Christ. Ach, scheiße. Och, Digga, das war doch fast gut. Ah, ich hab
hier schon mal einen Checkpoint. Okay, das ist ja nett. Nice. Jawohl. Okay. Ich erkläre dir einmal. Ich erkläre dir einmal das nächste Rätsel. Also man ist halt auf dieser Rail und wir müssen uns halt absprechen. Es gibt hier Tierknöpfe und dann geht das da halt durch. Das bedeutet, der da durchfliegt, muss sagen, welches Tier man hochmachen soll und dann halt, indem du auf das jeweilige, auf die jeweiligen Schalter drückst. Also du siehst, da oben ist ein Schweinekopf. Okay, also einfach nur, wenn du Schwein sagst, dann gehe ich. Und ich muss nur drauf gehen oder muss ich da unten eine Strafattacke machen? Nee, du musst nur drauf gehen. Ich geh durch, ja? Gut. Maus. Pferd. Ah. Pferd. Das war ein Bär. Okay, okay, nochmal von vorne. Also zuerst Schwein. Nee, zuerst Maus. Nein, zuerst Schwein. Jetzt Maus. Pferd. Wieder Maus. Pferd. Bär. Ah, zu spät. Oh, da waren auf einmal so viele. Okay. Wir fangen wieder beim Schwein an. Ja, okay. Und zum Maps. Wenigstens und bleibt die Reihenfolge mal gleich. Das war ein bisschen zu früh. Aber no problem. Jetzt zum Maps. Pferd. Und wieder Maps. Jetzt brauche ich den Pferd und den Bär. Okay, ich bin oben. Du bist ich habe hier jetzt Frosch, Löwe, Schaf und Hund. Oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Ja, leider. Das kann ja was werden. Okay. Maus. Pferd. Ich habe die anderen Tiere. Ich habe nicht die du hast. Ich habe die anderen. Also ich habe einen Frosch. Du kannst ja bei mir auf dem Bildschirm gucken, welche Schalter ich habe. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ja. Was ist das denn für ein Tier? Es ist trotzdem ein Pferd. Aber daneben war ja ein Löwe und den muss ich hochmachen. Achso, ich soll Rails tauschen. Ja, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Das tut mir leid. Ja, ich hätte auch denken können. Okay, was ist das nochmal? Also, ich habe einen Hund, einen Schaf, einen Löwe und einen Frosch. Der Löwe. Achso, ich vergesse mal, dass ich auch noch die Rail wechsle. Es tut mir leid. Sonst wechsel du die Rail und ich achte darauf, welche Schalter ich hochmachen muss. Da musst du dich nur auf eine Sache konzentrieren. Okay, wir können es nochmal so probieren. Löwe. Nice. Okay, dann haben wir es zumindest so geschafft. Hast du noch einen Schalter bei dir? Einen
Kuhschalter. Ja, hier ist, ein Schalter mit, was war das, eine Kuh? Dann sehen wir mal. Ja, wohin geht es als nächstes? Bereit, den Rechenschieber hochzuklettern? Ah ja, der große Rechenschieber. Ich habe davon geträumt, seinen Gipfel zu erklimmen. Also ich muss ja sagen, mein Lieblingslevel ist es nicht. Ich find's ganz lustig. Also bisher ist mein Lieblingslevel immer noch das im Baum. Also mit den Bienen und den Eichhörnchen. Okay. Also, in dem Spiel gibt's indirekt Shortcuts. Oh Gott. Warum hält sich... Reicht, wenn du X drückst. Wenn du da stehst und X drückst. Wuhu! Halt dich fest, ich halte mich doch! No cheating. Das sind Rosies Hausaufgaben. Ich glaub... Das müssen wir lösen. Ich habe ihr erst neulich dabei geholfen. Wird sicher ein Klacks. Oh Gott. Was ist Mathe. Das denn bitte für ein Spiel, Alter? Spielen soll Spaß machen. 0 plus 4 ist 14. What? Nee, ich glaube, wir müssen das machen, dass es richtig ist. Nun, das war peinlich. Wir müssen uns so hinstellen, dass es richtig ist. Okay, dann müssen wir ja gleich auf. Du meintest, das würde leicht werden, ja. May. Okay, 13, 9 und oder 8. Ja. 12, 5. 7. Okay, wir können uns nicht beide auf 5 stellen. Stell ich. Ja. Auf was soll ich mich stellen? Auf die... Auf die 6? Das 10 ergibt. Meine Stärke. Ganz Memory. Schlimmes Level. Kannst du Memory? Ja. Auch wenn ich schon ein bisschen älter bin und wahrscheinlich mein Gedächtnis nicht mehr so mitmacht. Also hier unten ist eine Banane. Okay. Da unten war eine Banane, hier war eine Erdbeere. Hier sind Kirschen. Also hier und hier sind zwei Penisse. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Hier ist eine Erdbeere, da ist auch eine Erdbeere. Oh, hier ist eine Banane, dann ist... Okay, warte, wenn ich hier... Hier war noch eine Banane. Warte, hier war eine Banane. Warte, wir haben nicht so viele Versuche. Okay. Ja. Dann sind hier die Bananen. War hier die Orange? Ja. Nice. Oh, wieder Mathe. Das ist Malen nach Zahlen. Oh, das kann ich. Oh, wow. Du stirbst einfach, wenn du auf den anderen Tisch gehst. Das ist ja gemein. Ja, in der Schule immer die Augen auf deinem Tisch lassen. Okay. Okay, müssen wir es gemeinsam machen oder macht das einer? Ich kann mich nach oben und unten bewegen. Vielleicht kannst du dich dann nach links und rechts bewegen. Oh ja. Beweg dich mal nach links. Ah, okay. Gut, mal nach Zahlen. Das kennt man ja. Sorry. Alles gut. Wie müssen wir denn jetzt? Ich muss den. Ach, da oben ist die 10. Ja. Ja, gut, jetzt hat er die 11 genommen. Oder wir haben zu lange gebraucht.
Ne, wir sind glaube ich zu nah an der 10, an der 11 gewesen. Okay, dann so jetzt ein Stück nach oben gehen müssen wahrscheinlich. Ja. Bei meinen nach seiner Regel, dass man nicht in denselben Weg zurückgehen darf. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich mache nicht so oft mal nach Zahlen tatsächlich. Ich habe glaube ich auch nie mal nach Zahlen gemacht. Du musst noch ein Stück runter. Es läuft die Zeit davon. Ach, das geht auf Zeit. Ja, oben ist so eine Stoppuhr. Okay. Das sollte eine Katze werden. Eine Obst. Eine Katze. Wenn das eine Katze werden sollte, dann wundere ich mich. Wir haben das sehr im alten Stile der Videospiele gemacht. Man ging nur nach oben, unten, links und nach rechts, nicht schräg. Das gab's damals nicht. Man wollte mich nicht überfordern. Oder so. So kann man es auch sagen. Oh nein! Wenn ich richtig denke, oh Gott, das wird lustig. Was ist das denn bitte für ein Albtraum-Level? Sag mir bitte nicht, dass wir mit jedem Spielzeug von Rosie. Langsam wird's mir. Also, ich mag dieses ganze Spielsystem, aber das ist gerade ein bisschen heu. Als Kind habe ich die immer geliebt. Och nee, ich hasse diese Dinger. Natürlich haben wir das. Hab ich schon immer gehasst. Sie gewinnt jedes Mal. Ich habe ja Kirby und das vergessene Land habe ich ja zu 100% durchgespielt und da gab es das auch. Das war da auch so ekelhaft. Auf der anderen Seite musst du hin. Kennst du die Dinger? Nee, leider gar nicht. Du musst das rollen, dass das ins Ziel kommt. Ah ja, das... Das Rätsel gab es bei Zelda Breath of the Wild auch. Ja. Warte. Okay, warte, wir müssen hier. Wir lagern das Gewicht, indem wir. Mit uns selber. Okay. Ja. So, jetzt müssen wir einmal das noch ein bisschen nach rechts. So, und jetzt nach oben. Ah. Okay. Ah, schade. Jetzt. Okay, warte. Warte, schieben wir das erstmal hier in die Ecke. Hier oben. Das muss nach oben. Nach oben? Ja, weil oben ist das Ziel. Hier müssen wir hin. Hm. Wir müssen hier so, da, dann da hoch und dann da hinten rein. Oh. Da müssen wir irgendwie schnell nach links unten oder so. Hö, was war das denn? Betrug. Absoluter Betrug. Das wird ja lustig. Ja. Und wieder hoch. Oh,
an dem einen vorbei ins nächste rein, Alter. Ich weiß, wir sind männlich, aber wir müssen wirklich nicht in jedes Loch. Lul. Ach, die Karre. Ich hab einen so einen Witz frei, weil du gerade eben den Peniswitz gemacht hast. Ja, das waren ja auch zwei Auberginen. Ja, ich weiß. Ich finde den englischen Namen von der Aubergine lustig. Der fällt mir gerade gar nicht ein. Eggplant. Nein. Nee, Eggplant. Die Eierpflanze. So, jetzt nach unten. So, wenn wir jetzt nach oben rechts gehen, müsste das eigentlich gehen. Okay. Jetzt nach rechts. Okay. Wir schaffen das. Aber weil das Schöne daran ist, wir machen das Ganze zweimal. Gut, das wird ein längerer Stream heute. Oder wir machen halt kein Progress. Wir oder das. Aber wir müssen hier durch. Aber ich habe diese Spiele schon immer gehasst. Also ich habe ein bisschen Erfahrung, was das angeht, eben durch Kirby, ja, und das vergessene Land. Aber jetzt nach unten links wahrscheinlich, ne? So nach. Oder nach links einfach. Ja. So war das nicht geplant. Jetzt nach. So hier so? Ja, auch fast. Oh, ich bin sogar noch extra rüber gesprintet dafür. Weil ich will einmal was testen. Ich will einmal nur was testen, okay? Mhm. Okay, geht nicht. Gut. Ich habe gedacht, vielleicht wenn ich eine Stampfattacke mache, kann ich das vielleicht noch ein bisschen schneller umlenken. Aber ging leider nicht. Bei Zelda gab's ja den Shortcut, dass man, also da musste man das, da hat man quasi die Plattform. Konnte man die Plattform auch drehen und wenden und so. Mhm. Und die Kugel, die kam aber von oben. Und da hatte man den Shortcut, wenn man es nicht geschafft hat, konnte man einfach die gerade Plattform auf den Rücken drehen. Da war sie dann glatt. Ah, war das, so das war BOTW, ne? Ja, genau. Dann erinnere ich mich daran. Ja, da habe ich auch auf den Rücken gedreht und dann so eine Rampe daraus gemacht. So eine. Mhm. Also wir müssen jetzt, also ich glaube, dass wir so ein bisschen nach unten halten müssen. So, und jetzt so nach unten, damit er da in die Ecke geht. So. Genau, und jetzt müssen wir den irgendwie nach oben kriegen, ohne dass er... Ja. Oh! Das ist doch nett. Ich hasse das. Das ist doch nett. Die sind so schrecklich. Jetzt ist hier drüben ein Knopf frei. Ihr drückt den Knopf hier. Gerade gehen meine Discord-Benachrichtigungen durch, wie geschnitten Brot. Holy shit. Siehste, hab doch gesagt, die Mäuse sind freundlich. Okay, was denn jetzt? Müssen wir uns hier hinstellen? Ach, wir müssen uns hier hinstellen. Blöde Frage, wie komme ich denn da hoch? Doppelsprung Y. Ah. Wo ich soll bin. Ich mich da auf den gelben Schalter stellen? Oder nee, ich bin hier hinten auf der Plattform. Da ist so ein blaues. Da kannst du wieder X drücken. Ah, wir müssen uns hier. Okay, wir müssen uns hier beeilen. Ja, vor allem müssen wir uns absprechen, wenn du da drauf springst, dann geht die Plattform weg. Und los. Oh!
Ich komm nach, alles ist gut. Ja. Ah. Okay. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe. Alter. Let's go. Kann das bitte jemand klippen? Also kann bitte jemand diesen Playthrough, den wir gerade gemacht haben, bitte klippen? Da mache ich auf jeden Fall einen Spot raus. Perfekt. Ich habe für Sonntag schon einen schönen Short geschnitten. Der kommt um 11 und um 1 kommt dann das Video. Schade. Müssen wir hier auf die Plattform oder? Hier gibt es bestimmt wieder irgendwie ein Rätsel. Oh, ah. Ah, irgendwas hier verschiebt. Das war ich jetzt gerade. Kannst du da was so machen? Ja. Daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. So, kannst, wenn du jetzt nochmal die Dinger da bewegst, kannst du irgendwas machen, damit ich da hochkomme? Du kannst da schwingen. Ich kann da schwingen. Ach so. Wahrscheinlich, warte, ich kann dir das bestimmt, warte, ein bisschen in deine Richtung schieben. Okay, gut, dann nicht. Okay. Jetzt habe ich einen Schalter umgelegt. Bringt ihr dir was? Oh, ich glaube. Okay, warte, ich probiere einmal was. Hey, das habe ich auch gemacht. Okay, wow, kann das bitte auch nochmal jemand klippen? Holy shit! Ich war gerade so selber von mir beeindruckt, so. Wait, what? Ich habe das gerade als. Ups. Pull my finger. Okay. Bit. Ja. I pull your finger. Warte, ich kann nicht seinen Finger pullen. Ja. Komm doch nicht hoch. Hupswitze sind die besten. Yeah. Ich komm da nicht hoch. Ich kann nicht seinen Finger pullen. Ich kann mich da hochschießen. Ich glaube, wir sollen die Furzkissen aufladen. Also aufpusten. Oh ja, du kannst mich hochschießen. Wenn wir hier auf den Blaseback springen, dann füllt sich der mit Luft. Wahrscheinlich der hier auch. Ja, warte. Mal nochmal. Ja. Kannst du da. Guck mal, jetzt kannst du da schwingen. Okay. Da vorne oben. Ganz weit oben. Ich weiß ja nicht, ob du da rankommst. Ja, wie? Wahrscheinlich komme ich da nur ran, wenn mich jemand hier schießt. Theoretisch ja, ich weiß nicht, wie. Ah doch, ja, das geht. Okay, gut, ja. Gut, dann bitte schieß mich noch einmal hoch, indem du auf den rechten Button drückst. Auf den rechten? Ja. Oh, ja, das andere. Nee, das andere rechts. Nee, das ist. Okay. Ja. Perfekt. Und jetzt kannst du dich auf den pinken draufstellen. Also auf das pinke Luftkissen da hinten mit dem pinken Schlauch. So, und du wirst gleich von mir in die Luft geschossen und da musst du probieren, zu diesem Haken da zu springen, der sich gleich bewegen wird. Du hast das Ziel identifiziert? Noch nicht so ganz. Warte nochmal, bevor du losspringst. Ja, ich kann hier. Ich versuche nochmal das Ziel zu identifizieren. Ach ja, der Haken, okay. Der wird sich gleich. Der so ein Stück links von mir ist, ne? Genau. Der wird sich auch gleich ein Stückchen in deine Richtung bewegen, ganz langsam. Nur damit du Bescheid weißt. Und den greife ich mit R. Ja. Okay, dann bin ich bereit. Okay, Achtung. Ah, ich hab verfehlt. Perfekt! Cool. Ich dachte, ich kann einfach eher loslassen. Kann ich nicht. Sie hat doch leider den Haken nicht ergriffen. Du müsstest mich dann nochmal zum Finger hochschießen. Natürlich. Da, vielen Dank. Merci beaucoup, mes amis. Mes amis.
Mornambi. Es ist sorry. Die Mehrzahl. Ja, ich kann kein Französisch. Gut, du kannst dich wieder auf dein Luftkissen stellen. Gut. Ziel identifiziert? Ja, ich habe ihn nur gefragt, warum der es gerade nicht. Warum sie den Haken nicht gegriffen hat. Achtung! Warum greift sie den Haken nicht? You didn't press air. Und du, ja doch, hatte ich Ahnung. Ja. Und dann habe ich keine Ahnung. Also du meinst schon R und nicht X? Ja, R. Der rechte Schulterbutton. Nicht so viele, Luke, nicht so viele. Okay, Achtung. Ja. Ja. Wer jetzt darüber schwingt? Ja, ne? Oder ja. Soll ich noch was tun? Nee, erstmal rüber schwingen. Okay. Hier ist noch. Hier soll ich doch bestimmt was machen. Wenn. Ja, du kannst jetzt nämlich dieselben Luftkissen wie gerade eben aufpumpen. Jetzt müssen wir dasselbe machen, quasi. Also ich muss jetzt dann auch gleich nochmal irgendwo hinspringen. Ping drücken, musst du auch gleich. Okay, weil hier ist doch schon die Tür. Ja, aber da muss ich ja auch hin. Ja. Gut, dann einmal den grünen bitte. Digga. Ja, alles gut. Okay. Ich werde jetzt gleich auf diesen pinken drauf springen. Geh du mal auf den pinken Button. Ja. Wenn ich jetzt sage, machst du eine Stampfattacke, okay? Okay. Aber sag's am besten mal so eine halbe Sekunde früher. Ich werde das schon mit einplanen, ja. Okay. Jetzt. Yes, let's go. Yes, yo. Achso, hallo Luke übrigens. Ein Wasserfall. Oder ein Bällefall. Eine Gießkanne. Oh, ein Glücksrad. Ich frage mich, welche Preise es gibt. Wow. Komm schon, ist das alles? Bekomme ich keinen Teddy oder so? Oh Gott, wie gerade schon. Es werden für mich nie wieder wie früher sein. Was müssen wir denn tun? Müssen wir da rüberfliegen? Nee. Hier sind zwei Räder. Wahrscheinlich müssen wir den Bällen den Saft abdrehen. Das soll ja ein Wasserfall darstellen. Und das hier wahrscheinlich Wasserrohre. Ich denke mal, wenn ich hier jetzt das grüne Rohr lahmlege, werden wahrscheinlich die grünen Bälle aufhören zu fallen. Oh, ich bin so schlau. Und hier ist ein gelbes. Okay, muss ich wahrscheinlich irgendwas mit einem blauen Rad machen oder so? Hier ist ein gelbes Rohr, da habe ich gerade gefunden. Und jetzt kommen wir da durch. Was hast du denn gemacht, um zu dem Seil zu kommen? Doppelsprung oder Doppelsprung plus Flitzen? Doppelsprung plus Flitzen und dann halt noch Y. Du meinst R. Ja, R. Bin dumm. Ich wollte cool sein. Ich meine. Egal. Jetzt habe ich ein P gemacht. Nicht schlimm. Hallo.
Brahma! Ja. Das ist mein Lieblingsspiel als Kind gewesen. Guck hier. Oh. Kennst du das noch? Digga. Der Krokodok? Ja. Das ist kein Krokodil. Ah ja, ich kenne den Krokodil. Doch, ist ja mehr aus wie ein Frosch. Ja, ist wahrscheinlich auch ein Frosch. Spielen wir eine Runde? Ungern. Okay. Oh, was geht, Schweinchen? Überraschungsschwein. Ich finde halt, ich erwarte halt irgendwie, dass hier ganz viele Achievements irgendwo sind, die ich erreichen kann. Aber bei Nintendo gibt's keine Achievements. Lass uns Baseball spielen, Cody. Ja, falsche Plattform. Ja. Oh, du liebst all diese Münzen, was? Wow, Cody! Musste das wirklich sein? Ich habe gerade kein Sparschwein umgebracht, nur um es zu protokollieren. Ist protokolliert. Danke. Oh, das sind diese Fidget Spinner, die ich für Rosie gekauft habe. Versuchen wir es doch mal. Echt? Die können nichts als sich drehen. Ja. 2018 ruft. Ich bin schon. Aber in dieser Welt könnten sie uns nützlich sein. Ja, ein Versuch ist es wert. Genau. Yo, Alter, das ist ein Jet. Gott, ist das cool. Miau. Woohoo! Okay. Wow, ist das gut! Öl gewinnst du, wenn du auf die, wenn du auf diese Reifen da drauf landest. Hab doch gesagt, dass die uns noch was nützen. Ich liebe sie! Dreh dich auf und davon, May! Wahrscheinlich soll ich hier rüber, oder? Wo ist das hier? Das rote Rohr habe ich schon gedreht und ich bin jetzt beim blauen. Könntest du zum gelben Rohr fliegen? Das ist, glaube ich, rechts von dir. Da müsste auch irgendwo ein Rad sein. Weil da komme ich jetzt gerade schlecht hin. Also zum Zahnrad am gelben Rohr. Naja, ich schaue nur gerade, wo das ist. Ja, das ist jetzt halt. Ein bisschen Skill. Okay. Ne, geht. Also jetzt bin ich am roten Rohr und ich sehe das gelbe Rohr, aber wo ist denn da? Ach, da. Da ist das. Komme ich denn da rein? Nee, da. Doch, da ist. Ach, fliegst du gerade hin? Nö, ich wollte. Ich bin nur gerade da, nur gerade durch. Der Winkel war lustig. Ach komm, das ist doch frech. Kann ich das eigentlich auch wieder andrehen? Ich will es nur wissen. Ah, kann ich nicht. Schade, das wäre lustig. Jawohl. Na, oh, du lebst noch! Du lebst noch! Das muss gehen. Oh. Ey, es hört nicht auf. Boah. Es hört nicht auf. Das muss sowas von geklippt werden. Alter, also, wir haben in den letzten paar Minuten echt viele Clips. Das ist echt gut. Bitte klippen und als Clip-Titel Lost Brahma. Bitte, ich habe wohl überlebt, das ist Skill. So, jetzt ist irgendwas passiert, wo muss ich denn hin? Hier, hallo. Mal hier. Hallo. Hier ist da, wo gerade eben der Wasserfall war, der ist jetzt weg. Da müssen wir durch. Yep. Jetzt hier durch. Jung. Übers Ziel hinausgeschossen, oh Gott. Ja, die Bälle bouncen. Ja.
sind bouncende Bälle, meine Freunde. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Wipeout. Ey, warum hat der nicht gebounced? Das wäre so, das wäre voll gut gewesen, so ein First Try. Alles klar, ein Hindernisparcours. Toll, dass es dir gefällt. Rosie hat das meiste gebaut. Sie macht es uns nicht leicht. Ziemlich wirklich so ein bisschen ein Wipeout. Mit dem Wasser da unten oder was das sein soll. Oh, Abraham ist smart. Oh, oh, aber das bounced leider nicht. Schade. Das war smart. Achso, hier durch kann man wieder wie. Ja. Willst du erstmal weiter probieren? Was gäbe es da für eine Alternative? Dass ich weiter nach vorne gehe und gucke, ob es speichert, und dann können wir Checkpoint laden und dann bist du dran vorbei. Aber du müsstest jetzt einen Checkpoint haben, glaube ich. Ja, du bist näher dran. Dann schaffst du es. Ich glaube nicht. Zumindest einer von uns. Das war jetzt sehr gut. The Rail. Kannst du. Rap. Oh. Warum kann ich gemäß dem Fidget Spinner gar nicht mehr benutzen? Doch, kannst du. Ne? X spammen. Das Leben ist wie ein Kaleidoskop. Oh nein. Geht das wieder los? Mein Plan geht auf. Ihr mögt euch jetzt schon viel mehr. Aber es gibt noch viel für euch zu lernen. Mehr Herausforderungen zu meistern. Also weiter geht's. Wir müssen eure Beziehung retten. Wuhu! War das ein Kaleidoskop? Ja, das war ein Kaleidoskop. Wo bin ich? Was denn dazu, wo du heute das Cannabis-Gesetz gesprochen? Runterkommen? Also, ich möchte nur kurz sagen, ich habe heute an dem Tag richtig gute Kopfschmerzen. Ich habe sie auch immer noch. Das trägt nicht gut dazu bei. Ich übergebe mich gleich, in echt. Boah, Alter. Müssen wir jetzt gucken? Wir können ja anscheinend nicht einfach geradeaus gehen. Doch, kannst du. Ich bin auch einfach geradeaus weiter. Das sind nur kleinere Löcher und da kannst du durchfallen. Ach Gott. Ich muss natürlich. Ich guck mir so lange einmal das nächste Rätsel an. Oh, das dreht sich ja, das dreht sich ja. Das soll sich nicht drehen. Digga, das war ein Clip wert. Okay. Ich habe mir das nächste Rätsel schon mal angeguckt. Ich glaube, das ist okay. Ja. Auf dem Feld, wo wir stehen, wird das weiß und wir müssen, glaube ich, diese weiße Linie hier komplettieren.
hier und jetzt, genau. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Ein nach rechts. Oder doch nicht. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Sorry. Tut mir leid. Ich habe dir Unrecht getan. Sieh dir diese fantastischen Farben an, Cody! Ja, wie ein verdammter Doppelregenbogen! Shit. Nice, Endboss. Ah ne, sah aus wie eine Boss-Arena. Ist die Tür gespiegelt? Wir haben auf jeden Fall invertierte Steuerung, glaube ich. Die linke Person ist seine richtige Steuerung. Wenn es so bei dir wie bei mir ist. Nee, bei mir ist invertiert. Also nicht nach links, auch nicht. Dann ist bei... Okay, wir müssen ja bestimmt ein Muster erfüllen oder so. Ja, also ich habe hier beiden die oben voll gemacht und da unten sind noch zwei übrig. Müssen wir einfach wieder voll machen wahrscheinlich. Ja. Boah, Alter. Ah. Mein Kopf. Es tut mir leid, dass ich jetzt so wie in meinem Kopf rumheule, aber ich habe übelste Kopfschmerzen. Ja, so richtig angenehm finde ich das auch nicht. Bin ich immer noch in einer Illusion? Oh Gott. Was ist noch real? Wer bin ich? Reiß dich zusammen, Cody. Holy shit, wait, what, was? Oh, endlich. Ja, noch ganz human. Wo sind wir hier? Das Herz des Kaleidoskops. Okay, ich kann hier drehen. Sehen wir uns um. Kann das hier drehen? Kommt da drauf. Okay, jetzt bin ich hier auf die Plattform gekommen. Ja, ich kann hier noch weiter drehen, theoretisch. Ja, dreh mal weiter, bitte. Jetzt kann ich nicht mehr weiter drehen. Ich kann aber auch ziehen in die andere Richtung. Okay, mir ist noch nicht so ganz klar, wo ich jetzt hin muss. Kannst du vielleicht noch was drehen irgendwo? Kannst du blau vielleicht drehen? Weil ich kann blau nicht drehen, obviously. Aber da steht doch X, warum kann ich nicht? Jetzt kann ich. Oh ja, mach mal. Drück mal, also noch. Ja, genau. Zum Land. Stopp! Jetzt warten. Jetzt bin ich schon eine Ebene über dir. Okay. Jetzt kann ich gelb drehen. Wo soll ich ein gelb hin tun? Vielleicht hier kommst du da drauf? Siehst du das hier? Ja, ich schätze schon. Ich beweg's nicht. Ja, ja, oben drauf. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich dich jetzt hinbringen soll. Vielleicht hier? Ja, ich glaube, das passt schon. Jetzt komme ich hier hoch. Hier ist doch bestimmt auch wieder was. Genau, hier ist auch wieder was. Hier ist, wir sind beide auf derselben Ebene und hier ist eine Treppe. Ich glaube, wir können einfach diese Treppe hoch. Hier kann ich aber auch wieder was. Wir sind beide auf derselben Ebene, du musst nichts drehen. Also brauche ich hier nichts drehen.